Jo, meine Freunde, ich bin's wieder, Hendrixer, und heute nehme ich euch mal mit ins Gym. Und zwar ist das nämlich gleich hier um die Ecke. Und ja, hier seht ihr schon, da, das ist mein kleiner Freund, den ich mitnehmen muss. Der nimmt alles auf, mein Herzschlag. Und dann gibt es da eine App, die nennt sich MyZone. Und da sieht man dann den ganzen Fortschritt und alles mit Balken, ob grün, gelb, rot, auch grau. Grauzone ist dann, wenn man gerade irgendwie gar nicht aktiv ist, wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Ich jetzt halt nur rede und stehe oder sonst was. Die App, die wird sich auch immer weiterentwickeln. Die sagt immer, okay, du musst jetzt was drauflegen, weil das, was du jetzt momentan an Gewichten stemmst oder wie schnell du jetzt läufst oder sonst was, ist zu wenig. Du brauchst mehr. Und ich werde euch heute mit ins Gym nehmen und werde euch mal zeigen, was die da für geile Workouts haben. Das ist nämlich nicht einfach nur total plump dort irgendwie Gewichte 3x20 heben oder sonst was, sondern das ist ein richtiger Parcours und der wird jedes Mal aufs Neue geändert und das feiere ich extrem. Okay, wir sehen uns im Gym. Bis dann, ciao! Not at all.
Ich setz mal kurz meine Brille auf, sonst schiele ich wieder. Ich bin jetzt zurück vom Gymtraining und es war mal wieder eine geile Session. Und ich habe mein Balkonfenster aufgelassen und es hat geregnet zwischendurch. Sieht man das? Jetzt ist es nass und das war nicht das erste Mal. Naja, gut, muss ich aufwischen. Aber dadurch, dass ich mein tolles Training absolviert habe, obwohl ich vorher wieder keinen Bock hatte, weil es eben frühs stattfindet. Ich mache das aus dem Grund frühs, weil ich das vorm Frühstück mache und da kriegen dann gleich mal 20% mehr. Denn wenn man das auf leeren Magen macht, schön Wasser trinken, ganz wichtig Leute, dann verbrennt man mehr Fett. Yeah! Und das ist es, was wir brauchen, wenn wir ins Gym gehen. Warum soll man da sonst hingehen? Nicht wie manche andere Leute, die dann da irgendwie das total falsch machen. Wie zum Beispiel diese kleinen Beispiele. Gerade war die Sonne draußen und jetzt sind wieder Wolken. Hier ist ein tolles Mischwetter. Sommer ist vorbei. Und ja. Ich mache jetzt mal ein Fensterchen zu, damit das nicht nochmal passiert. Und dann gehe ich frühstücken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hendrix Entertainment. Macht irgendwas, bringt euch irgendwo hin, nehmt euch irgendwo mit hin oder keine Ahnung. Ich bin raus. Ciao. We'll be right back.